Dammbretter, wo du sagst, das ist immer kaputt, das geht immer kaputt, das ist etwas, wo ihr immer drauf achten müsst? Ist das im Motor selber? Nö, also wüsste ich jetzt nichts. Gibt es das bei der Vespa? Also. Naja, bei der Vespa hast du halt, wo du immer drauf achten musst, sind halt die Wellendichtschwinge, ne? Ja. Kupplungsseitig. Die lockern sich, die springen raus, die verdrehen sich, dann reißen die auch gerne mal ein. Was auch immer gern passiert ist, dass das Lager axial wandert und sich am Wellendichtschwing so ein bisschen anlehnt, mhm, dann schleifen die sich kaputt. Ja. Stunden später. Ja, aber ich sehe auch schon ein ganz kostbares Gut, nämlich ein Tropfen Schweiß. Ja, ja. Ja, wenn man bedenkt, dass wir gerade über Mitte Juni sprechen und draußen 10 Grad sind, ne? Ja, das ist nicht so das Roller-Jakob-Wetter gewesen, ne? Ja, du kriegst die Haube auch noch nicht mal runter. Ja. Die kleine Ratsche. Ja. Und die Elbernuss haben wir hier auch da, oder? Da ist die, glaube ich, oder? Die ist 13, 13, 14 habe ich hier. Das hier ist die, hier klemmt die Zehner drauf, die muss ich jetzt mal runter machen. Wenn sie denn dann mal wieder runter will. Das ist fett, aber das mache ich mir gleich raus. Bei der PX ist es ja so, du brauchst mir nur eine Schraube unter die Nase zu halten und ich weiß, wo die hinkommt, ne? Jetzt ja. Hier nichts, gar nichts, null. Das kommt noch. Ja. So. So. Gib mir den. Jawohl. Boah, Alter. Guck mal in den Krümmer rein. Ja, das ist teilweise in den Endrohren auch so. Wenn du die aufflext. Guck mal, das ist. Da können wir durchaus von einer Durchmesserminimierung sprechen. Ja. So. Die wirst du hier auch noch machen. Das ist teilweise nur noch Bleistiftdurchmesser, was da überbleibt. Da kommt ja leistungsmäßig gar nichts mehr raus. Da kriegt man dieses typische Freibrennen, was man früher immer gesagt hat. Ne? Ja, auf jeden Fall den Auspuff freibrennen. So, jetzt kümmere ich mich erstmal darum, dass die Nuss wieder runtergeht. Ah, stimmt, die Frau ist gleich. Ja, genau. Immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Egal an welcher Mopete du steigst, die Uhr alt ist. Es ist immer Gefuddel und Getrickse. So, hier ist die Nuss. Sehr gut. Es kommt auch schon jede Menge Brocken runter, ne? Ja. Der Schutzbezug für den. Die Hebebühne hat sich bezahlt immer. Ach, deswegen hast du schon mit Papier ausgelegt? Ja, das finde ich immer schöner. Also bleibt die Hebebühne sauer, man sieht besser, wo drauf man schraubt und was wo liegt. Ja. Wir würden jetzt hingehen und das Öl ablassen, wenn welches drin ist. Guck dir das an. Womit ziehst du die Ringe runter? Habt ihr da ein Werkzeug? Ich habe da so einen selbstgebauten. Im Endeffekt, nee, da ist kein, also das geht auch, aber da ist kein Ansatz. In der Regel nehme ich eine kleine Dremelscheibe und mach's da rein und dann fällt die ab. Ja. Manchmal hilft es, wenn du die Kurbelwelle, also den Ring so heiß machst, dass er gerne mal von alleine runterfällt, aber das hilft auch nicht. Mhm. Wobei wir den da, glaube ich, sowieso nicht mehr runter machen müssen. Hier ist jetzt noch nicht runtergekommen. Ach, hier also hier da müssen wir gleich einen Stoßdämpfer abmachen. Wir lassen jetzt das Öl ab. Mhm. Da haben wir hier die Ölablassschraube mit Magnet. Und hier ist eine Ölstandskontrollschraube. Also das Ölstandskontrolle und genau. Ölablass. Hier füllst du ein, das ist auch gleichzeitig die Entlüftung.
Du füllst halt, wenn du den gemacht hast, so weit ein, bis es hier anfängt rauszulaufen. So. Gibt es eine Empfehlung von der Milliliterzahl? Weil ich, wenn ich Motoren baue, bei der PX zum Beispiel, ist es so, ja, dass ich immer sage, standardmäßig sind ja 250 drin. Mhm. Und ich fülle immer so 300 bis 320 rein. Gerade bei den Motoren, die mehr Bums haben. Ich prognostiziere, da kommt nichts raus. Du? Ein bisschen. Oh! Oha! Die Konsistenz ist konserviert. Und die Konsistenz sieht auch noch. Guck mal hier. Das hat, ja, das ist nicht mehr so Honigcharakter. Ja. Boah, aber das ist, riecht so richtig alt. Mhm. Puh, das riecht so richtig alt. Aber guck's dir an. Ja, es hat was von Teer. Um auf deine Frage zurückzukommen. Wenn der Motor einmal gemacht ist und du ein Getriebe wechseln machst, ja, machst du 500 Milliliter rein. Wenn der trocken ist, sind das so um die 750, die der braucht. 750? Mhm. Das heißt, rauskommen aber immer nur so 500 Milliliter, das heißt so 250. Genau, der Rest bleibt da so drin und das ist so im Prinzip. Ja, läuft. Die Farbe ist interessant. Ja. Gut, ich suche mal die 10er Nuss. Ja. Und dann nehmen wir den Motordeckel runter. Ja, das wird spannend. Also. Bis jetzt kann ich noch ganz gut folgen. Also bis jetzt erschließt sich mir alles noch. Und spannend. Aber es macht echt Spaß, weil du halt wirklich, du kannst halt einmal drum rumlaufen. Ne? Ja, das ist wirklich geil. Also bei der PX nimmst du halt den Motor raus, hängst den Motorständer und dann kannst du dir den Motorständer drehen, wie du willst. Hier ist halt wirklich, wirklich gut. Ja gut, das kann man auch machen. Das wäre jetzt der normale Weg gewesen mit dem Motorständer, ich ja schon. Aber es ist auch nicht überfüllt, der Motor. Ne? Es kommt genau das raus, was du wahrscheinlich prognostiziert hast. Wenn wir gleich den Deckel abnehmen, kommt nochmal ein Schwung. Öl. Thema Öl ist ja auch so eine Glaubensfrage. Ne? Ja. Also, was fülle ich für Getriebeöl ein? Wie hältst du das? Was nimmst du für Getriebeöl? Ich nehme das BGM-Getriebeöl, was jetzt wahrscheinlich nicht besonders überraschend ist. Du kannst aber, also was auch sehr gut ist, ist Castrol MTX. Ja. Ist das ein klassisches Getriebeöl oder ein klassisches Motoröl? Nee, ein klassisches Getriebeöl. Okay. Und also wie gesagt, Castrol MTX, BGM. Früher haben wir viel Runge verkauft. Ja. Das kommt Runge aus Köln. Der Klassiker, ja. Genau, das gab es ja für die Vespa genauso. Ja, ja, genau. Aber wie gesagt, das ist wie bei vielen. Ich fahre zum Beispiel so ein ganz klassisches mineralisches Öl bei der PX, ja, weil ich ja die Superstrong mit den CR-Belägen fahre. Da ist draußen. Und ich habe festgestellt, dass diese synthetischen und teilsynthetischen ab einer gewissen Drehzahl immer zum Rutschen neigen. Und mit dem Mineral, also ja, das ist wirklich billigstes Mineralöl. Das hat so ein bisschen Honigkonsistenz. Da gibt es von Liquimoli. Liquimoli gibt es da so ein Öl, da ist so ein, sag mal schnell, so ein Oldtimer drauf. Das hat sich wirklich bewährt. Das auch. Ja, das ist sehr, sehr zähflüssig. Das musst du auch mit so einer Geriatriespritze, apropos Spritze, mit so einer Geriatriespritze auch da reinfüllen. Ich war heute Morgen mein Blut abnehmen. Ja, ja, ja. Das hat sich bei den CR-Belegen wirklich besonders bestätigt, da die nicht mehr rutschen, nicht mehr durchrutschen, weil da gibt es einen Grill dran. Ja, wie gesagt, das ist ja so monatlich ein anderes Öl. Aber das sind ganz normale M6 mit 10er Schlüsselweite, ne? Genau. Also nicht diese 11er Geschichte wie bei der PX. Nee. Okay. Also 11er gibt es auch, das gibt es Einlass, Auslass, ja, und Getriebe, Abdeckplatte, die M7. Das Geile ist halt auch Züge verlegen, ne? Also ich habe den Eindruck, du legst sie einfach hier mal im Rohrraum vorbei und dann ist gut. Ne, du machst hier dein Blech wahrscheinlich noch ab? Ja, genau, das musst du abmachen und dann. Das musst du nur hier oben durch. Genau, aber auch da kommst du super durch und es gibt halt einen Verlegeplan für die Züge. Das ist gut. Den kenne ich nicht. Also auch nicht. Noch nicht. Das ist alles kennen wir. Guck an. Da kommen viele Stehbolzen mit raus, ne? Mhm. Aber ich glaube, die sind nur loser. Also ich denke nicht, dass die gewinnen. Das fühlt sich nicht so an. Ja.
wenn du alte Vespa-Motoren aufschraubst, dann bist du, was Gewinde angeht, auch sehr leid erprobt. Das ist einfach so. Ja, das, ja. Ne, also das macht mir keine Angst mehr. Das ist auch alles, was man easy reparieren kann. Marisa will dein Magen knurrt ganz schön, kann das sein? War das dein Magen gerade? Ja. Dann denk mir das vor. Das ist auch die letzte Amtshandlung vom Urlaub. So, ich bin auch sehr urlaubsreif, das sage ich dir. Ich freue mich echt auf den Urlaub. Wann geht's los? Am Samstag. Schön. Und wohin? 3 Wochen nach Spanien. Ah, sehr gut. Sonne, Tage. Genau, Mopeds auf den Hänger, hinten Wohnmobil und gib ihm. Ich bin auch am Ende Juni auf ein Vespa-Treffen in Spanien eingeladen. In Santa Susana. Da fahre ich auch hin, das tue ich mir auch an. Der Markus Meyer, Markus Meyer lebt im Moment wieder in Barcelona und der hatte nur das Alter. Ja, dann ist schön. Ist das Standard, dass hier ein Magnet dran ist? Ja. Das war damals schon Standard? Das ist damals Standard, das ist so original. Also 1958, da ist großer Magnet dran. Ja, da ist schon eine Menge drin. Da. Da ist schon eine Menge drin. Da merkt man. Mhm. Guck an. Warum fährst du eigentlich keine Vespa? Jetzt. Ja, keine Ahnung. Also ich kann das auch rausschneiden. Nein, brauchst du nicht. Ich habe ja auch mit einer Vespa angefangen. Bin dann irgendwann zu einer Bretter gekommen und hatte ganz lange Zeit beides. Ja. Aber irgendwann wurde mir das zu viel mit den Ersatzteilen. Und dann sind fast alle Vespen gegangen. Ja. Und die Lambretta ist geblieben. Bei Lambretta ist halt das Geile, das ist so ein Baukastensystem. Da ist so viel untereinander austauschbar, das kann ich bei der Vespa gar nicht vorstellen. Also, ja, das kann ich nachvollziehen. Auch dem Pragmatismus geschuldet. Auch. Hier ist noch eine Schraube. Hab ich eine vergessen? Ja, die hab sogar ich kaum gesehen wegen dem Dreck. Brechen diese Motorendeckel eigentlich gerne mal? Oder sind die relativ... Nee, also, das kann mal passieren, ist aber nicht... Eher die Ausnahme. Okay. Was früher halt gerne passiert ist... Das ist mir auch schon passiert, dass die Front-Sprocket-Schraube, die sehen wir gleich, nicht festgemacht habe, die losgekommen ist, dann ist der Deckel kaputt gegangen. Aber zum Glück gab es ja am Rosengarten... Front-Sprocket-Schraube. Ja, das ist halt eine Sache... Hier hinten hat er sich schon gelöst. Okay. Hier vorne hat er sich noch festgebissen. Das ist halt eine Sache. England war ja der Markt, auf dem die Lambretta erfolgreicher als die Vespa war und hatte die höchsten Verkäufe. Daher. Sehr gut. Daher ist ja sehr viel auf Englisch. Ja. Also mit Front Sprocket Mac Housing. Ach guck ey. So, haben wir den auch ab. So, lass mal gucken. Was sagt denn der Herr Doktor dazu? Ich würde sagen, da sieht alles gut aus. Okay. Also wie neu fast. Da ist ab und zu Kontakt zwischen der Kupplungsabdeckscheibe und der Kickstarterwelle. Das ist aber schon beigeschliffen worden. Ist auch was, was man bei neuen Kickstarterwellen machen muss, in der Regel. Okay. Aber sonst würde ich sagen, alles vom Zustand tipptopp. Okay, interessant. Ja, das Öl sieht halt wirklich aus wie so, kennst du hier diesen Grafschafter Rübensirup? Ja, den gab es für meine Oma früher. Ja, ich muss daher das Video auch auf jeden Fall als Werbung kennzeichnen, weil so viele Markennamen, die wir hier eben genannt haben, das ist schon... Oh, die Kette hat aber auch schon mal andere Zeiten gesehen, ne? Ja, die ist ein bisschen lose. Ja, würde ich auch sagen. Chronischer Schwachpunkt bei der Lambretta ist der originale Kettenspanner. Sorry, da hast du ja vorhin nachgefragt. Ja, genau. Der bricht früher oder später. Da auf jeden Fall immer einen verstärkten einbauen. Ist das ein Kettenspanner oder ist das eine Führung? Ja, das ist eine Kettenführung. Das kommt auch aus dem Englischen, da heißt es halt Chain Tension, deswegen ist es beibehalten worden. Okay.
Das müsste dann beim Fahren geklappert haben wie die Sau. Ja, auf jeden Fall. Ja. Interessant. Hier so ein Mitnehmer. Genau, da greift im Prinzip die Kickstarterwelle dann ein. Ja. Ich würde sagen, wir bauen die Kupplung mal aus, oder? Ja, machen wir. Guck mal, ich habe nicht geschraubt und sehe schon aus. Ich habe mir gedacht, beim Auseinanderbauen. Okay. Ich husche noch mal durchs Bild kurz. Ah, okay. Das hier ist Kupplungskompressor. Das ist auch wirklich ein Werkzeug, das man braucht. Den gibt es in verschiedenen Formen. Ja. Den nehmen wir noch mal ab. Ich blend für euch mal die Nummer ein. Ich kann sie dir auch sagen, ich kenne sie auswendig. Ja, also das wundert mich nicht, dass du die Artikelnummern im Kopf hast. Aber hier steht sie auch drauf. Genau, 100. BGM 12200TL. Ja. Ja. So, dann gucken wir, dass das einigermaßen mittig sitzt. Komprimieren die Kupplung, das reicht auch schon. Ja, ein Ring raus. Kupplung, Sicherungsring, irgendwo wird der aufgehen da. Ring ab, das Hütchen legen wir mal. Ich lege das mal. Ja. Wo war das Hütchen? Das Hütchen kommt hier drauf. Also es wird nur draufgelegt. Das kommt, genau. Bei den GPDL-Modellen später, die haben eine etwas andere Kupplung, da ist eine andere Andruckplatte drin und die haben auch so einen Trennpilz, wie wir den kennen. Von der im Grunde ist es ja ab jetzt dann das gleiche Prinzip bei einer PX-Kupplung. Dahinter sind Federn wahrscheinlich. Genau. Ja? Genau. Okay. Die fallen uns jetzt entgegen, 5 Stück serienmäßig. Okay. Die sind auch schon ein bisschen, sag mal her, die sind noch ein bisschen verfärbt. Na, es geht. Ich glaube, das liegt an dem Öl. Mhm. Und sonst halt der übliche Aufbau: Abdeckplatte, Scheiben, Stahlscheiben. Es sind auch die gleichen dünnen Nasen wie bei der PX-Kupplung. Die drücken sich wahrscheinlich auch immer gerne hier in den. Oh ja, merkt man schon. Ja. Da merkt man direkt, dass der Korb gearbeitet hat. Ne? Also hier ist Bewegung drin gewesen. Ja. Also ich meine, entweder ist er nicht richtig. Ja, ist, da brauchen wir kein Werkzeug. Die Mutter ist lose. Keine Ahnung, warum das Sicherungsgeflecht da drauf ist. Okay. Das Schöne ist, ich kann mir dann hinterher immer mein eigenes Video angucken, wenn ich nicht weiter weiß. Ist das nicht geil? Es gibt auch ein wunderbares Manual. Also Buch. Von dem Engländer, ne? Vom Sticky. Genau, Sticky. Das habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört. Das hat man mir auch schon zugerufen. Also da ist halt alles bebildert drin, das ist das ist nicht besser, da sind auch Teileempfehlungen drin. Das ist im Grunde die gleiche Sicherungsscheibe wie bei der PX-Kupplung mit der kleinen Nase, hier ist das halt ein ganzes Blech. Genau, und wie wir sehen, normalerweise wäre es hier 22er Schlüsselweite. Ja. Konnten wir das hier schön abnehmen. Sicherungsblech ab. Okay. Kupplungsspringe raus. Da müssten jetzt 2 Nadellager zum Vorschein kommen. Jawohl. Und dann haben wir das hintere Ritzel. Die werden einfach eingesteckt, die Nadellager, ne? Genau. Später war das dann eine Buchse. Und Ritzel ist das üblichste 46 und 47er Zehneranzahl. Ja. Okay. Cool. Gucken, verzahnen. Schön. Okay. Arbeiten sich die Mitnehmerzähne von der Kickerwelle, arbeiten die sich schnell ab? Das kann vorkommen, wenn das Spiel nicht richtig stimmt und die nicht richtig eingreifen. Okay. Aber in der Regel nicht. Das sieht ja auch alles noch ziemlich neuwertig da aus. Sieht's das? Hier? Ja. Ja, also. Okay. Genau, und da sitzt die Getriebeabdeckplatte. Ja, ich sehe nämlich hier die Verzahnung. 7 Schrauben. Hier ist echt Schmodder drin. Aber ich sehe hier nämlich hier die Verzahnung, das heißt, hier hast du eine Getriebeübersetzung von hier nach hier, ne? Genau. Mhm. Da läuft jetzt die Nebenwelle, hier ist noch die Scheibe, die unter der Kupplung des Spinne sitzt. Sägering, Lager, okay. Genau. Verzahnung. Das hört sich gut an. Ich mach die schon weg dann. Boah, ja. Was ein Modder, ey. Glaubst du, hier war schon mal jemand dran an dem Motor? Ich denke schon. Also, weil Zocki meinte, es wäre ein ungeöffneter Motor, aber ich meine, gut, das ist ja immer so eine Historiensache, ne? Geöffnet. Ja, aber ungeöffnet, also mit der losen Kupplungsmutter. Dicke, fette Feder hier. Und hier. Das ist ein bisschen Spiel, ne? So
horizontal. Das macht auch nicht so den Eindruck, als ob das richtig festgeschraubt wäre. Also, das kenne ich so nicht. Wir können das mal ausprobieren. Ja, gucken wir mal. Ja, Kettenspanner können wir jetzt noch rausnehmen. Ja. Oder Kettenführung. Okay. Ja, die Kette ist, die ist Müll, ne? Also die haben wir ja. Ja, auf jeden Fall, sowas würde ich immer neu machen. Mhm. Also gerade wenn es dann zum Thema Optimierung des Mülls. Ja. Das heißt, wenn du die wieder zusammenbaust und die Kette wieder reinbaust, dann lässt du das auch so und drückst dann hier quasi die Kupplung rein und legst sie dann so auf, ne? Ja, genau. Mhm. Okay. Hast du mal ein Tuch? Ja, was hältst du denn für ein Tuch? Irgendwie für dich oder für deine Hände? Für meine Hände. Ah, schau mal. Vielen Dank. Hast du bis jetzt irgendwas gesehen, was dich beunruhigt? Nö. Also was man sich jetzt nochmal angucken müsste, sind die... die, wie heißen sie, Gewinde am Motordeckel, wo die rausgekommen sind. Aber ich meine, auch das beunruhigt einen ja nicht, ne? Mhm. Ich glaube, das klemmt mit der Führung. Mhm, genau. Ja. Da kriegst du sie gar nicht drüber, okay, alles klar. Dann gucken wir mal, dass wir den Kettenspanner abbekommen. Genau. Kettenspanner hast du gesagt, verstärkt. Wieso verstärkt? Was ist da verstärkt für? Dieser originale Kettenspanner, der bricht. Das ist halt einfaches Blech und das ist wirklich eine Schwachstelle. Ja. Also hatte ich neulich noch einen Kunden hier, der hat gefragt, warum sein Motor so komisch rasselt. Das ließ sich schwer feststellen, aber ich hatte ihm empfohlen, das zu kontrollieren. Und in der Tat hing der am sprichwörtlichen seidenen Faden der. Muss ja, wenn du dran willst, immer gleich komplett einmal Öl wechseln, ne? Ja. Das ist so. Also einmal ablassen. Dichtung immer, Dichtungspaket. Dichtung, genau. Boah, guck dir das mal an, ey. Das ist einfach auch schon tot, tot am totesten. Der hat's auch hinter sich, ja. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, je mehr wir jetzt dran machen, geil, ne? Desto geiler werde ich drauf. Ja, kann ich verstehen. Oh Gott, ich... Wenn du dann erstmal alle deine Vespas abgestoßen hast und nein. Dann Bressermaske. Nein, nein. Ich habe einmal den Fehler gemacht, einen Custom-Roller zu verkaufen. Diese kleinen Projekte, die ich mache, wenn ich so Videos drehe, die müssen dann halt immer mal wieder gehen. Der Herr Schröder ist jetzt gegangen und so weiter. Ja. Der Motor ist jetzt gegangen. Sonst wie gesagt, gibt ja da... kannst ja kein Geld scheißen, auf Deutsch gesagt. Du musst halt immer mal wieder was reinvestieren, ne, damit das Geld innerhalb der Projekte drehen. Jetzt kommen mir die halt dummerweise dazwischen, weil die pakistanische Sprint habe ich ja auch noch. Ja. Die war teuer. Oh, da freue ich mich auch schon drauf. Das ist ein Projekt, was ja auch noch laufen wird. Ne? Ja. Langweilig wird der nicht? Ne? Nee, langweilig wird mir nicht. Aber da habe ich jetzt auch echt Bock drauf. Aber das wird dann halt echt was für den Winter, ne? Weil alles gleichzeitig geht dann halt nicht. Ne? Guck an. Das ist guck, das. Und das ist Blech. Der bricht dann halt boah, hier irgendwann. Schon scharf geschliffen hier. Mhm. Der bricht dann, okay. Ja gut, okay, ich meine, du hast halt, man sieht auch schon, dass es abgetragen ist. Ich wollte gerade sagen, du siehst ja hier auch schon, dass der geht, verbogen ist. Der dauert nicht mehr lang, geht genau. Los. Und dann reißt der irgendwann ein und ist vorbei. Okay. Gut. Ich nehme ihn jetzt ab, oder? Ja, gerne. So, leg den da zu unserer Sammlung in Altheim. Jetzt bin ich mal gespannt. Musst du da, kannst du die Schraube einfach lösen? Oder fliegt dir dann die Feder in Richtung... Nee, die fliegt dir nicht entgegen. Also das ist überhaupt kein Problem. Ja, okay. Einfach am besten auch mit dem Schlagschrauber, ne? Ja, am besten mit dem Schlagschrauber oder halt, da gibt es ein Werkzeug, um den Kupplungskopf zu blockieren. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Okay. Genau. Das heißt, bevor du dann alles ausbaust, Kette und so weiter, machst genau. Du dann erstmal das. Genau, dann machst du den. Aber ich meine, jetzt hier mit dem Schlagschrauber. Okay. So, und ab ist sie. Mhm. Und, kommt dir das ganze Paket entgegen? Bin ich mal gespannt. Soll ich die Nuss geben? Oder? Ja, geht gerade. Ja, jetzt wird es immer besser. Da hast
zwölf. Ach guck, okay. Hier so ein Teller, die Feder. Schau, ist da ein Lager drin? Nee. Nein, nein. Ist auch nur verzahnt, okay. Genau. Ah, alles verzahnt. Geil, okay. Da sitzt, ein Blech drunter. Hast du nur ein Blech? Ja. Tatsächlich. Ölwurfscheibe. Ölwurfscheibe? Ja, das ist auch aus dem Englischen übersetzt. Relativ kurzer Wellenstumpf hier, ne? Ja. Mhm. Gut, jetzt hast du die Wahl. Zylinder oder Getriebe? Was wollen wir als nächstes rausnehmen? Was würdest du sagen? Ich würde jetzt, mein Tipp wäre jetzt einfach ans Getriebe zu gehen. Ja, ich auch. Dann komm mal schneller dran. Ja, ne? Okay. Gibt es zum Thema Getriebe etwas, was man vorab wissen muss, bevor man den Schraubenzieher oder beziehungsweise die Nuss ansetzt? Nö, eigentlich nicht. Es gibt halt eine empfohlene Reihenfolge beim Anziehen und ein empfohlenes Drehmoment. Sehr wichtig ist, dass die Gewinde in Ordnung sind und dass sie auch wirklich vernünftig befestigt ist, die Getriebeabdeckplatte. Ja. Okay. Und ja, ich fange einfach mal an. Mal gucken, wie fest die ist. Oh. Oh. Das heißt, das Getriebe sitzt tatsächlich auf diesem kurzen Stück vorm Rad, ne? Genau. Da ist die Nebenwelle, Hauptwelle, da sitzt das Getriebe drauf. Und also wie gesagt, da gibt es nichts zu beachten. Das Einzige, wo man sich halt ein bisschen Mühe geben sollte, ist beim Festziehen der Getriebeabdeckplatte. Mhm. Und wenn man die Kettenspannung kontrolliert, dann kann man auch super gucken, ob die Schrauben noch alle festsetzen. Ich mache da immer eine kleine Markierung mit Siegellack drauf, ja, damit du siehst, dass da noch alles in Ordnung ist. Aber ich meine, ist jetzt auch nichts, was man mehrmals im Jahr macht. Würdest du bei jedem Auseinanderbauen, zum Beispiel mache ich das so, wenn ich PX-Motoren baue und die Hälfte zusammensetze, dann habe ich immer neue Muttern, immer neue Unterlegscheiben, immer neue Sprengringe. Immer. Egal wie oft ich, wenn ich den Motor einmal aufmache, fliegt der ganze Scheiß in den Müll. Würdest du das hier auch machen? Oder verwendest du die wieder? Bei der Getriebeabdeckplatte nein. Also da würde ich das auch so machen. Ja. Das mache ich auch immer neu. Beim Motordeckel, da nehme ich die alten Muttern wieder, aber neue Wellscheiben. Aber sind da ich auch so Sprengringe drunter oder nur Unterlegscheiben? Da sind Sprengringe drunter. Mhm. Okay. So. Das heißt gelöst und jetzt könnte man die... Jetzt ist es gelöst. Und jetzt kommt wieder unser T-Bar-Extraktor zum Einsatz. Ah, der ist also Multitool. Der quasi. Ist mehrfach. Du kannst auch eine M6 Schraube nehmen und das damit machen. Ja, okay. Das hier ist halt komfortabler. Deutlich komfortabler und geht auch schneller, als wenn du jetzt mit einer Schraube anfängst. T-Bar-Extractor. Ich glaube, die haben keine deutsche Übersetzung bekommen. Viele andere Teile sind hier angedeutscht worden. Ja. War der englische Lambretta-Markt stärker als der deutsche oder italienische? Also viel, also der deutsche Lambretta-Markt, der war ja so gut wie gar nicht existent. Das ging ja erst in den 90er Jahren los. Davor gab es zwei Firmen, Schlote und Emka in Köln, die offiziell importiert haben. Aber im Vergleich zur Vespa war das ja nichts. Also ich glaube von der Serie in den 3. In den 90er, Anfang der 90er bei uns in der Truppe fuhren alle Vespa da. War Lambretta überhaupt nicht existent? Ja. Tatsächlich nicht. Ja, das war bei uns auch so. Also ich war da in Bremen der Einzige und alle an der Schule haben mich ausgelacht, als ich plötzlich mit der SX200 aufgetaucht bin. Und als ich dann gesagt habe, ich habe 2600 Mark gekostet, haben die Bauchschmerzen vor Lachen bekommen, dass man sich so eine Scheiße kaufen kann, wo man ja eine PX200 dafür hätte haben können. Die hat 3200 Mark gekostet damals übrigens. Ja, ja. Jetzt müssen wir mal gucken. Da ist ein Nadellager hinter, ne? Da ist ein Nadellager hinter, hier sitzt die Hauptwelle, der geht jetzt mal ein. Ja. Und dann scheint uns das alles auch schon... Also du drückst das quasi, die Platte drückst du auf den Stumpf eigentlich nur drauf und schraubst sie fest. Genau. Okay. So. Können wir hier die Getriebeabdeckplatte raus. Okay, hier ist ein Nadellager drin. Hier ist eine Buchse eingesetzt, da ist ein Lager drin, da ist das Nadellager drin. Ach guck mal, was ist das für eine Scheibe? Die Scheibe sitzt unter dem Nadellager nochmal als Anlaufscheibe, so quasi. Ah, okay. Ja. Da ist die Getriebeausgleichsscheibe, über die Dicke von der wird das Getriebespiel eingestellt. Wichtiger Punkt. Ja. Kann ich das runternehmen? Klar. Ja. Ich hole dir ein sauberes Tuch oder irgendwas. Also das sieht von der Anmutung her schon sehr bekannt aus. Ne? Also
Guck mal, hier hast du Nuten drin in dem? In dem Getriebe? Genau, die sind dann jetzt auch bei allen kommenden Gangrädern. Okay, das ist auch okay. Ab und nichts aus dem Dreck. Das. Also auch da gibt es eine Einwegreihenfolge. Ne? Genau. Hier ist ja die bearbeitete Fläche und hier ist die erhabene Fläche. Ne? Okay. Ja, das muss man sich merken. Der vierte Gang wird eingelegt mit der flachen Seite nach unten und dann kommen immer die erhabenen Seiten nach unten. Und bei der Verzahnung. Sehr PX-ähnlich, ne? Ja. Ja, genau. Okay. Dann sitzt hier die Nebenwelle. Da haben wir auch eine Anlaufscheibe im Idealfall drunter. Das ist da. Ah, okay. Lager. Einfach nur gesteckt. Genau. Schlagen diese Buchsen aus hier? Gibt es da mal Liste? Ja, nee, eigentlich nicht. Kann man diese Buchsen? Eigentlich nicht, okay. Also eigentlich gibt es da keine Probleme mit. Du kannst die wechseln. Da gibt es ein Werkzeug, da machst du Fett rein. Das Werkzeug hat den Außendurchmesser von dem Innendurchmesser, kleines Untermaß natürlich. Mhm. Und dann drückst du das über das Fett raus. Das drückt dann diesen Lagersitz raus. Dann kommt den Wechsel. Die gibt es neu. Mhm. Sitzt dann einfach wieder rein. Okay. Kann man das leicht merken, wenn die Nebenwelle drin ist, dass du sagst, ich muss den Sitz mal tauschen? Das also ich kenne jemanden aus den 90ern, der da mal ein Problem bei einem Tough-Speed-Motor hatte, aber sonst... sonst eher nicht. Nee. Okay. Ja, man muss auch keine Kühe scheu machen, wenn es nichts scheu zu machen gibt. Ne? Nee, also genau. Also hier ist jetzt ja die Schaltklaue, der Schaltarm und hier ist eine Buchse drin, die würde ich immer neu machen. Ja. Das ist eine Messingbuchse. Ah. Weil wenn du die nicht neu machst und es da irgendwann rauskommt, der Aufwand ist halt relativ hoch, um die blöde Buchse zu tauschen. Ja, da spielt man sich nicht drauf ab. Ja. Aber du hast einen relativ hohen Ölstand dann hier drin stehen, ne? Also da, wenn du 750 Milliliter drin hast, dann steht das Öl aber schon so in dem... Ja, ich schätze so in dem, weil hier ist ja ungefähr die Ölstandskontrollschraube. Ja, ja, stimmt. Und dann müsste das so dastehen, aber ja. Okay. Also, befüllen ist nicht möglich, okay. Das heißt, du kannst den ja jetzt auch so schieben, ne? Ja. Kriegst du dann die Schaltklaue raus jetzt so oder muss dann auch die Welle raus? Die kommt so raus, die Welle kann drin bleiben. Wir müssen jetzt nur oben einmal gucken. Ja. Das ist alles lose. Okay. Ob das sucht? Nee, das steht an. Dann müssen wir einmal den Sägering auf dem Schaltarm lösen oder wir schrauben. Das ist noch einfacher jetzt. Das Gestänge hier los und dann kommt die raus. Da sind auch Rastpunkte auf der Welle, ne? Also Rastpunkte, ja. Das merkt man ganz klar. Ich habe an dem wunderschönen Motor, den du da hinten noch stehen hast, der ist wahrscheinlich gerade von der Eurolambretta zurück. Genau. Ne? Das gibt es alles in Alu gefräster Form, ne? Dass hier oben das Ganze gesteckt ist. Achso, ja, genau. Besser, schlechter oder nur Optik? Das ist schon präzise gearbeitet. Ja. Es gibt das aber auch als Repro neu. Also das hier, also gut, das sieht man jetzt natürlich nicht. Das ist halt schon häufig ausgeschlagen. Und das ist halt eine blöde Sache, wenn sich das Spiel von hier hinten ein bisschen Lenker addiert, dann kommt es nicht weiter. Aber wenn du jetzt das neue gegossene Teil von Casa Lambretta nimmst, das funktioniert auch. Oder? Gibt es hier diese Thematik wie bei der PX, dass du dich, wenn du dich im Gang vertust, dass das Getriebe gleich um die Ohren fliegt? Hast du hier Schaltprobleme oder ist das Schalten präziser? Wie würdest du das bezeichnen? Also ich persönlich finde es präziser, wenn es einmal vernünftig gemacht ist. Du kannst ja gleich mal, also ist halt irgendwo subjektiv, du fährst ja gleich Felsball, ja. Da ist es eigentlich sehr sauber gemacht und dann kannst du ja mal gucken, was du dazu sagst. Guck mal. So, dann musst du jetzt nur aufpassen. Irgendwo fliegen hier gleich zwei Schaltkugeln raus und eine Schaltfeder ist direkt mitgekommen. Ja. Eine Kugel da, eine Schaltfeder da. Ist die andere hier runtergefallen? Mhm. Nee, dann liegt die noch hier drin. Ah, da ist die zweite. Da kommt sie. Geh ich mal zu unserer Kugeln, ey. Weißt du, woran mich das erinnert? PK. hätten wir doch die Schaltstange losmachen müssen. Ja. Ach, aber auch kein Problem. So, Gummi ist ab und jetzt müssen wir nur gucken, wie wir den Sägering da runterbekommen. Okay.
Oh Gott, ist das ein kleiner Sägering. Fies, ne? Ja. Aber guck mal. Nicht dein Ernst. Ja. Echt jetzt? Geil, ne? Von Top Tool. Jetzt sitzt der. Haust du Licht, sonst können wir ihn auch mit dem Schraubenzieher einfach kaputt machen. Ich bräuchte tatsächlich Licht. Wenn man so hart auf die 50 zugeht, dann. Der Herr sprach, es werde Licht. Und es war nicht, sollen wir noch kaputt machen? Der ist. Da ist so viel Dreck drin, dass ich in die Ösen reinkomme. Schon ein kleiner Schraubenzieher. Ja, da ist so viel Schmodder drin. Das ist für jemanden wie mich, diese Arbeit, der Geduld ja. auf seinem Hintern tätowiert hat, ist das für mich die Arbeit schlechthin. Nee, wir machen den kaputt, bitte. Gut, mal gucken, ob wir das schaffen. Mit dem Alter und den Augen. Ja. Ich stehe mal vor dem Licht, ne? Junge, Junge. Versuch. Ich versuch da mal meinen. Da ist so viel Schmodder drin, dass du in die Löcher kaum reinkommst. Merkst du? Ja, man. Ich erleuchte dich mal. Das ist geil, für ein Video immer ein Vorführeffekt. So. Warum nicht gleich so, ne? Machst du einmal richtig, dann klappt's auch. Ja. So, dann haben wir das wenigstens jetzt auch ab und. Was fällt dir auf? Mir fällt auf, dass ich normalerweise so rausziehen kann, aber warum hier nicht? Ich sehe es an deinem fragenden Gesicht tatsächlich, dass. Sich was verklemmt, ne? Nur komisch. Ich letzte Woche noch bei 2 Monaten gemacht. Versuchen wir mal. Kann sein, dass die Schraube da ansteht. Du meinst hinten die vom Arm? Die vom Arm, ja. Sollte eigentlich nicht. Gucken, was da passiert. Da ist halt wichtig, dass man eine mit flachem Kopf verwendet, eine Schraube oder mit ab 100 mm Sechskant. Aber es ist eigentlich bisher auch... Kevin, du hättest jemanden suchen sollen, der Ahnung von der Materie hat. Nee, es ist viel zu glatt gelaufen, als dass nicht irgendwann mal doch Scheiße auftaucht, ne? Das ist so... Irgendwo hängt es. Gut, machen wir später mit weiter. Gucken wir uns jetzt... Keine Lust mehr. Das geht nicht. So. Guck mal, der Schnittstempel ging aber leicht raus. So. Der ging nicht gut ab. Oh, sorry. Nicht schlimm. Das ist echt schön. Das ist wirklich, wirklich spannend. So, jetzt müssen wir mal gucken. Du hast hier Abschmiermittel. Ja. Ist der für die Achse?
Oder für die Bremse? Für die Bremsnorkel. Die Bremsnorkel, Abschmiernippel.